Hi Leute! Ja, ich mache euch endlich das Tutorial zu diesem roten Augen-Make-up. Das habe ich vor ungefähr 5 Monaten mal getragen und haben mich ganz viele nach einem Tutorial gefragt, aber ich habe es einfach bisher noch nicht geschafft. Jetzt wusste ich auch nicht mehr ganz so genau, welche Produkte ich verwendet habe, aber das Augen-Make-up müsste eigentlich genauso stimmen. Ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich hier meine Eyeshadow Base aufgetragen. Das ist die von Rival de Loop. Die reibe ich immer zwischen meinen Fingern zusammen. Dann funktioniert das etwas besser. Und dann geht es auch schon los mit Lidschatten. Ich habe die Sleek Storm Palette verwendet und die beiden Goldtöne miteinander vermischt und dann auch die Innenseiten vom beweglichen Lid aufgetragen. Dann kommen wir auch schon zu dem Rotton. Das ist dieser hier aus der Monaco Palette von Sleek und den habe ich dann außen auf dem beweglichen Lid aufgetragen. Der kommt dann auch noch so ein bisschen in die Lidfalte und wird mit diesem Gold so ein bisschen verblendet, sodass es einen schönen Übergang gibt. Um noch etwas tiefer ins Augen-Make-up zu bringen, habe ich dann diesen dunklen Ton ebenfalls aus der Monaco-Palette verwendet. Den habe ich dann noch so ein bisschen nach außen hin ausgefächert, sodass so ein bisschen ein Katzenauge entsteht und das Auge so ein bisschen nach außen verlängert wird. Um die Farbe dann noch so ein bisschen besser auszublenden, habe ich diesen matten Ton von Essence verwendet. Den habe ich damals noch nicht gehabt, aber da ist es eigentlich auch egal, was man verwendet. Hauptsache man hat einen matten Highlighter, der einem das Blenden ein bisschen erleichtert und eben nochmal ein bisschen Helligkeit ins Augen-Make-up reinbringt. Mit diesem Kajal habe ich dann nochmal mein Auge umrahmt, beziehungsweise nur außen am unteren Wimpernkranz gemalt und oben eben auch nochmal so ein Lidstrich gezogen, der aber wirklich nur sehr nah am Wimpernkranz ist, um ein bisschen zu verdichten. Der Kajal ist übrigens nicht mein Lieblingskajal, weil der relativ hart ist, aber ihr seht auch nochmal alle Produkte unten in der Infobox, falls euch das nochmal interessiert. Als Blush habe ich dann diesen alten LE Blush von Essence verwendet. Da weiß ich auch nicht mehr genau, ob ich wirklich den damals benutzt habe. Ich habe ewig lang gesucht, welcher das gewesen sein könnte und habe mich jetzt für den entschieden. Ich finde, der passt aber auch wirklich ganz gut. Falls ihr den noch habt, könnt ihr den nehmen. Oder ihr nehmt von Sleek die Farbe Soot oder so. Ich schreibe euch da mal die Alternative in die Infobox. Der passt, glaube ich, auch ganz gut. Dann habe ich meine Wimpern gebogen und mit dieser Mascara getuscht. Die habe ich vor einer Weile zugeschickt bekommen von Maybelline. Die finde ich aber auch ganz gut. Die ist zwar nicht wasserfest, aber macht trotzdem einen ganz schönen Effekt. Und wenn die Wimpern dann getuscht sind, sind die Augen auch schon fertig. Und wie gesagt, so müsste das damals auch gewesen sein mit den Produkten ungefähr. Und vor allem die Lidschattenfarben passen ganz gut. Beim Lippenstift war ich mir leider auch wieder nicht sicher. Ich habe jetzt einen von P2 verwendet, aber ich glaube, der war es nicht damals. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe da auch sehr lange gesucht. Aber zumindest das hoch angefragte Augen-Make-up müsste so stimmen. Das war euch ja auch das Wichtigste, zu wissen, was da für Rottöne verwendet wurden. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Und dann verlinke ich euch hier noch ein paar Videos, die ihr vielleicht ja noch nicht gesehen habt. Macht's gut, tschüss!